Hallo und willkommen zu einer Folge Grow, Song of Savatry. Zum ersten Mal haben wir noch das Naturschutzgebiet hier entdeckt. Von daher bin ich mal wieder zurück, damit wir das nochmal hier verwalten können. So, warte mal. Oder, nee, warte mal, machen wir noch nicht. Fällt mir mal so ein. Oder doch, können wir schon machen, aber das Tierchen noch nicht, weil das Tierchen wird später der blaue sein, den wir uns momentan bemühen. Wollen wir farblich gesehen hier wieder irgendwas haben? Also bläulich irgendwas? Nicht so, eher weniger, ne? Nehmen wir mal den hier. Naja, so lila haben wir. Ne? Machen wir alles mal ein bisschen lila. Ein bisschen auch die blauen wieder nehmen. Da haben wir jetzt Arme zwar schon. Aber den haben wir eigentlich schon mal genommen. Den wollen wir schon was anderes haben. Und immer diesen hässlichen Baum hier. Im Endeffekt, ganz ehrlich, wir gehen ja wahrscheinlich eh nicht mehr so oft hin. Ist habe ich an sich gefühlt recht egal, was wir machen. So, aber das Tierchen, wie gesagt, setzen wir da noch nicht rein. So, dann wollen wir noch unsere Stadt dekorieren. Das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Bauen. Dekoration. So. Das Ding ist, wir haben hier auch eigentlich nicht mehr ganz so viel. Wir haben nur noch übelst viele Sträucher. Alles andere ist eher so rar. Deswegen, also die 40 Stück werden wir, glaube ich, auch erstmal nicht reinplatzieren, dass wir auf jeden Fall erstmal genug Dekoration haben, dass wir aber überall diesen Harmoniestein fertig kriegen. Und dafür bräuchten wir hier, glaube ich, momentan 12. So, machen wir also mal einen großen Baum dahin. Dann haben wir irgendwie ein Ranggitter, das kommt einfach mal hier hin. Da wollen wir irgendwie noch eins von haben. Machen wir hier so hin. Boop. Also ein paar Sträucher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also die Seite davon so viel haben. Von den Sträuchern. Auf das Ding hier muss auch irgendwas rein. Haben wir noch so ein Pavillon? Jo. So, sollten es aber auch schon 12 sein denn vom Ding her. Wir haben ja gesehen, bei den. Immerhin können wir uns auf jeden Fall auch Dekoration kaufen für Miora. Das nächste Mal, wenn wir uns irgendwie schlafen legen, was dann eigentlich gleich sein sollte. Ich muss jetzt einmal zurück, um zu gucken, ob das jetzt auch genug ist. Dann können wir vielleicht mal zu den Immerlingen gehen und da ein bisschen Miora ausgeben, weil sagt, an sich haben wir davon mehr jetzt genug. Selbst wenn nicht, können wir es aber ein paar Mal schlafen legen und haben dann mehr jetzt genug. Jo. Ne, das war gerade das Traumjob-Ding, oder? War das ganz nicht das Traumjob-Ding? Ach, 14 Dekorationen waren das, gar nicht 12. Ja, dann platzieren wir nochmal schnell eine. Dann. Hier so eine geile Special-Laterne. Passt die hier zwischen? Nee. Warte mal, die oben hin. Was ist das eine Laterne, Alter? Noch kleiner geht auch nicht, oder? Ist doch keine Laterne, sondern ein Pilz, der leuchtet, oder wie? So. Und dann fehlt es noch die Quest und die Einwohner. Und die Quest kommt halt leider erst, wenn wir halt Einwohner haben. Aber wir können mal gucken, wir haben ja schon ein paar Einwohner. Und auf der Karte sollten wir ja sehen, ob wir hier eine Quest schon haben. Haben wir eine Quest? Ne, noch null. Okay, dann würde ich sagen, kümmern wir uns kurz um die Yuna, gehen zu den Immerlingen, gehen dann schlafen und kümmern uns um unsere Insel. Dann sollte die Insel nämlich morgen fertig sein. Und ja, letztes Mal haben wir ja so ein aus dem Alchemiebuch so eine Essenzsammlung da bekommen. Die wir das nächste Mal benutzen wollen für unsere neue Welt. Ich hoffe mal, es ist dann irgendwas Besonderes. Nicht, dass es einfach so eine standardmäßige Welt ist. Wäre ein bisschen langweilig dann. Aber wenn es das Spiel da schon irgendwie vorschlägt, da so eine Welt zu kreieren. Oder uns Vorgaben gibt, wie auch immer. Ich frage mich, wie wir an diese Immermünzen rankommen. Wahrscheinlich müssen wir dafür irgendwas hier im Dorf oder so machen. Aber naja, die Essenzen wollen wir eh nicht haben. Wir wollen hier eher die Dekoration haben. Ja, aber auch nicht die wir für Essenzen, sondern die hier, genau. Es ist jetzt schon recht teuer, ne? Ich würde sagen, wir kaufen jetzt aber alles, was wir hier haben, einmal oder so. Fürs Erste, da haben wir wieder ein paar. Ja, die wollen wir nicht ausgeben. Weil das sind Dekorationen. Die Dekorationen wollen wir eigentlich auch gar nicht haben. Also die für die Häuser. Ich
Das sind alles Häuserdekorationen hier, ne? Also ich war das gerade dekorationsmäßig nur die hier. Die wir quasi einfach so irgendwo hinstellen können. 5 Stück. Toll. Das war's auch immer. Da kommen alle nochmal. Jetzt bin ich auf der Platte. So, Portal. Wieder spawnen. Soll jemand schlafen? Was denkst du, wenn wir uns dann um die Juna kümmern, ist die ja auch fertig, ne? Ich finde irgendwie schade, oder habe ich eigentlich nie ausbildet? Kann ich? Ne. Mal gucken, ob ich den T drücken kann. Ich finde es irgendwie schade, dass wir unser Gebiet hier nicht bebauen können. Irgendwie ein bisschen dekorieren oder so, oder umgestalten oder unser Haus irgendwie anpassen von außen oder so. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen schade. Oh, fast 3000. Ah, wo ist er? Hallo? Ist man da? So, falls wir nicht an irgendeinem Tag das nur zweimal oder so gemacht haben, sollten wir jetzt eigentlich fertig sein. Jo, das heißt, die Eier schlüpfen wahrscheinlich oder so. Anabik, es geht los. Was, die schlüpfen? Ach du liebe Zeit. Sie schlüpfen. Ja, sie sind so niedlich und so groß. Glückwunsch, Leona. Lasst uns die 6 kleinen Küken in der Welt willkommen heißen. Das war's jetzt einfach. Können wir mit dem was machen? Tja. Okay. Ich weiß mal schon, sind wir jetzt irgendwie als Tierchen. Ja, wer weiß, das Arme. Ja, können wir jetzt auch irgendwo so ein Tierschutzgebiet reinpatschen von dem her? Oder ist es aber so just for fun, dass wir jetzt Kinder rumchillen? Tja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir, hat sie jetzt Kinder bekommen. Aber gut, dass ich ihr sicher eher einen weiblichen Namen gegeben habe. Stell dir vor, ich hätte sie irgendwie damals, irgendwie, keine Ahnung, Hans genannt oder so. Dann hätte Hans jetzt einfach Kinder bekommen. Hätte nicht so ganz gepasst, ne? Dann schauen wir mal, ob wir die heute fertig kriegen, die Insel. Werden wir ja sehen, wenn wir wieder irgendwas was anpflanzen, was da dann nicht fertig ist. Dann wissen wir auf jeden Fall, dort auch wieder 4 Tage aus dem Grund. Das war kuscheln. Kuscheln. Und nochmal kuscheln. Und adaptieren. Stoffel. Ja, wenn du nicht Wolli. Weil du ein bisschen wollig bist. So, und ich kann mir ja genau da auch in das Tattoo-Schutzgebiet gleich packen. Dann heißt es wieder ganz, ganz viel Gießen. Machen wir wieder an der, auf der Seite hier an. Oh mein Gott. Ich habe damals gedacht, dass der Schwanz die Ohren sind. Ich habe ja auch immer, die hat auf einmal so 5 Ohren oder so, also als Mähne. Die anderen hatten ja nur so 2 lange Ohren, aber es war der Schwanz, den ich da gesehen hatte. Oh gut, ey. Oh, reicht das? Ja. Thank you.
Wir haben was vergessen jetzt? Ne. Sieht eigentlich ganz gut aus, dass das hier bisher das Ende ist. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal anscheinend irgendwann mal an irgendeinem Tag was vergessen anzupflanzen oder so. Dadurch wurden es im Endeffekt dann halt 4 Tage anstatt 3. Wie auch immer ich irgendwas vergessen habe, weil ich sagen, die haben immer, hier bist fertig. Aber wir haben auch schon offen bekommen, gerade wenn wir irgendwas kaputt machen, also eine Mauer kaputt machen als letztes, da sagen die schon, man ist fertig, obwohl man dann noch was anpflanzen kann. Wahrscheinlich war sowas irgendwie mal der Fall, deswegen bin ich dann von der Insel gegangen, obwohl ich noch was hätte anpflanzen müssen. Ah, das ist aber noch irgendwo ja, die Wände. Heißt aber nicht, dass wir da einen Busch anpflanzen. Weil wenn wir so eine Blume anpflanzen, wird ja noch im selben Moment dann quasi fertig. Gucken wir mal, was hier unter ist. Da muss ja auch nicht immer ein Anpflanzplatz unter sein. Da kann man auf jeden Fall sehen, da auch. Hätte ich hier jetzt eigentlich schon gegossen? Ja, sind halt schon Früchte, hatte ich hier schon. Ne? Ich auch haben. Oh, zieh doch. Wächst. Wenn sie schnell so durcheinander, die wachsen schon ineinander jetzt die Bäume. Ja, auch gut. Ich bin ganz nah dran. Ganze Stücke hier vor mir. Wo bin ich, ganz ehrlich, wo bin ich ganz nah dran? Ich muss doch das alles da machen. Das soll ich ganz nah dran einfach. Gefühlt habe ich gerade die Hälfte oder so. Von Bonn wieder eingesperrt werden. Was war das gerade? Hey, neue Dekoration, Brezel. Und Bruder, wir haben gleich 2 neue Dekorationen für die Bäckerei bekommen. So, das, dann hoffentlich das letzte. Mit das auch noch was. Müssen wir was anpflanzen. Boah, damit sollte die Insel fertig sein. Welt ist bereit zum Erblühen, jo. Ich glaube, wir schneller wieder hinfliegen, ne? War auf jeden Fall eine ganz coole Welt. Also sieht jetzt, also der Boden oder so ist halt nicht besonders schön, aber die Bäume sind irgendwie ganz geil. Und auch wie gesagt, das Erbe immer so ein bisschen so, da steht irgendwie Eis rum, dann ist irgendwie das Windrad und so.
War schon speziell hier. So, stellen wir jetzt mal wieder immer den Kinder ein. Also wir machen auch gleich mal 3 Stücke wieder rein, wir haben von hier ja mehr als 100 übrig. Wo ich jetzt immer noch nicht den Unterschied gesehen habe zwischen 2 und 3 beim letzten Mal oder so. So, dann gehen wir nochmal schnell in die Stadt, dass nochmal ein paar Leute einziehen. Ey, ihr seht ihr den mal in Farbe hier oben. Lol. Das war nicht mal so weit weg, der erste ist ja groß, dass wir den nie gesehen haben, nur schwarz-weiß. Dahin. 2 Leute fehlen ja noch. Wir haben 2 Leute. Dann ist der Distrikt ja auch fertig. So. Ist zwar nicht so gut bei der Ernährung. Das war doch gerade noch ein Ernährungsstopp, aber egal. Bup, so. Damit sollten wir hier oben ja auch alle Zahlen voll haben. Das heißt, an sich müssen wir ja auch gefühlt nie wieder hin. Meine, außer für Quest irgendwie mal, aber ganz ehrlich, da kriegen wir meistens ja immer nur irgendwelche Anziehsachen für. So, Blumenladen haben wir leider nicht. Aber wird ja immer relativ viel zur Auswahl, da du einfach gefühlt alles kannst außer Service. Also, siehst du, kann erst auch irgendwie alles nicht, weil 3 ist auch nicht so viel. So, dann, wir haben davon 2 und davon 2 von der Farbe. Das heißt, wir nehmen einfach mal. Da können wir noch mehr reintun. Da bist du jetzt mal im Tierchencenter. Bitteschön. Sind wir ein Einzieher gekommen? Nee. Wo wir das Ding im Gasthaus und haben, sind mehr Besucher gekommen, haben wir nur einen, der hier einziehen wollte. Oder die laufen ja sonst rum, aber ich laufen die ja meistens schon irgendwie im Mittelpunkt hier rum. Ne? Tja, haben wir denn eine Quest hier unten von Dingen? Null Quest leider auch. Schade, schade. Na gut, dann war es das für heute, würde ich sagen. Dann kommen wir uns morgen um den Weltensamen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.